und danke fürs Einschalten bei Dragon's Love. Heute, ja, mache ich etwas dem Johannes Meyer nach. Der hat nämlich gestern, die Post vom Rupi ausgepackt. Und ich wollte jetzt noch mal sagen, der Rupi, das ist ein, kann man gar nicht in Worten beschreiben. Ich finde diesen Kanal so unendlich super vom Rupi. So unendlich super vom Rupi. Hier könnt ihr das Profilbild sehen. Das ist der Rupi-Engel mit heiligem Schein. Rupi-Bolt, Sammelfiguren und vieles mehr. Ich liebe diesen Kanal. Ja. Der Rupi, der macht Werbung für andere Kanäle und das hoffe ich hiermit auch zu erreichen, dass er auch vielleicht ein Video für mich macht. Das wäre super nett, Rupi. Da drücke ich mir selbst die Daumen. Nee, aber ich wollte auf jeden Fall mal sagen, der Rupi, der macht so tolle Unboxings. Hauptsächlich von Dragons, auch von Skylanders Giants. Und ich glaube, seine ganz alten Videos waren auch noch von anderen Sachen. Aber der Rupi, der macht richtig tolle Videos. Der schneidet richtig tolle Videos. Der schneidet richtig tolle Videos. Der schneidet. Ich weiß nicht, wie lange der vorm PC sitzt und da schneidet. Also da frage ich mich manchmal, wie kriegst du das hin? Und dann auch noch im Internet surfen und neue Figuren bestellen und auspacken und du hast Lagerhallen für deine Kisten von Dragons und für deine Dragons-Figuren und das ist einfach ein unglaublicher Kanal, muss ich jetzt einfach mal sagen. Rupi, veränder nichts an deinem Kanal, du hast einen super tollen Kanal, du hast immer die besten Infos zu Dragons, du hilfst manchen Leuten zu entscheiden, welche Figuren sie sich kaufen sollen. Du hast richtig Spaß am Sammeln. Rupi, bleib so wie du bist. Du bist der Beste. Rupi ist der Beste, was Dragons Unboxings angeht. Nichts gegen alle anderen Kanäle, aber Rupi ist da einfach der Beste. Meiner Meinung nach. Schreibt ruhig in die Kommis, wie ihr findet. Yay. Autogramm vom Rupi. Super geil. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier Rupi Bolts, Sammelfiguren und vieles mehr. Wird das noch scharf? Ich weiß nicht. Jetzt war es gerade scharf. So, Rupi Bolts, Sammelfiguren und vieles mehr. Und hier sehen wir den echt richtig süßen Rupi Engel mit seiner kleinen Harfe und seinem Blättchen. Das ist immer ganz witzig. Da hinten sehen wir auch die schönen kleinen Flügelchen und die roten Backen. Und dann ist schon einer schöner, aber eventuell, ich glaube, sogar gelber Zahn. Hier mit den Sternen und den Wolken. So, Sticker Nummer 1. Der klebt da über euch. Tada. Jetzt haben wir immer den kleinen Rupi-Engel, der über unsere Unboxings wacht. Ja, Rupi, ich hoffe, es hat dir gefallen. So, bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.